Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dead by Daylight. Ich spiele wieder die Tretsche. Und zwar, weil ihr gesagt habt, dass ihr die Tretsche mögt. Ja, und ich wollte eigentlich wieder mehr Abwechslung reinbringen, aber solange ihr sagt, ihr wollt die Tretsche sehen, kriegt ihr die Tretsche zu sehen. Ich spiele sie ja auch sehr gerne, deswegen finde ich das auch gar nicht schlimm. So, und ich spiele die Tretsche mit den Perks. Geiselhaken, Gabe des Schmerzes, Geiselhaken, Fluten des Zorns. Geiselhaken, Schmerzensecho, die sind ja alle hier. Und triff deine Wahl. So. Wo sind die hingerannt? Ach da. Okay. So. Ist das gleiche Perkbild wie beim letzten Mal. Denn ich finde, das habe ich beim letzten Mal nicht mit dem vollen Potenzial ausgespielt. Oh wow, Jake. Richtig starker Block. Ja, ich finde, das habe ich beim letzten Mal nicht mit dem vollen Potenzial ausgespielt. Und deswegen wollte ich es jetzt nochmal probieren. Und die Fengmin haben wir schon mal. So, habe ich hier einen Geiselhaken? Perfekt. Das wollte ich sehen. So, zack. Der ist wieder bei 0. Wo ist Jake hingegangen? Der kann da hinten. Ah, wir haben zwei Jakes. Okay, ich verstehe. Okay, der rennt nach hier weiter. Da hättest du nicht so lange warten sollen, Freundchen. Oh nein, lass mich teleportieren. So, Madame. Ja. Und da hab ich dich. Genau so habe ich mir das erhofft. So, das hier kommt weg. Das ist nämlich eine sehr starke Palette, wenn man sie richtig ausspielt. Und da haben wir auch einen Geiselhaken. So, zack, an den Haken hier. Oh, die machen ja alle Schränke. Hier mache ich mal die Wand kaputt. Da habe ich doch jemanden gesehen. Hallo! So, der verletzte. Nein! Der andere Jake ist jetzt auch verdingstet. Ja. Ah, der steht ja noch da und heilt direkt. Perfekt. Aber das macht nichts, dass der gefährdet ist. Weil verletzt ist er sowieso schon. Du hast den. Ja, das habe ich mir doch gedacht. So, zack. Jetzt kommst du auch an, Geiselhaken. So. Dann da mit dir. Und aktuell ist scheinbar kein Generator angefangen. Es knallt nämlich nebens. Was willst du mit deiner Taschenlampe? Ich bin zu weit weg. Du ballerst gerade nur Batterie. Geht dir die Nier hinterher? Ja. Einmal. Okay, der ist runtergesprungen. Da haben wir sie doch. So, zack. Du hast hier keine Palette. Hab ich dich. Direkt neben dem Geiselhaken. Perfekt. Vorne rennt doch schon wieder der nächste. Wurde da jetzt schon gerettet? Jake? Ach nein, der hat den Generator knallen lassen.
Oh, ist das Feng gewesen? Ja, das ist Feng. Okay. Weißt du, wo die sich jetzt versteckt? Ah, da ist Jake wieder. Gehen wir doch mal auf den. Ich glaube, da vorne war sie eben. Einmal. So. Wo will er hin? Zur nächsten Palette, okay. Okay. Jetzt musst du werfen? Nein. Ach, der Mist. Blättert, ja, wusste ich doch. Das wollte ich noch rausfiltern, jetzt musst du werfen. Ich Idiot! Jetzt hab ich dich. So. Genug mit den Spielchen. Ja, ich hab viel zu lange hingehalten. Wieder ein Geiselhacken. Die Geiselhacken sind gut verteilt, muss ich sagen. Oder die Survivor rennen immer nur. Okay, gib mal nichts weg. Ich glaube, der weiß nicht, dass ich einen Killerinstinkt krieg, wenn ich nachts teleportiere. Das hat um die Palette. Oder nur die Palette, okay. Egal. Dass sie weg ist, hilft mir da schon genug weiter. Nope. War die ein Geiselhafen? Ich bin mir nicht sicher. Ja, perfekt. Ja, die sind. Oh, da vorne ist jemand. Hinter den Steinen. Oh, der ist tot. Damit nehme ich jetzt zwar einen Geiselhaken raus, aber damit muss ich jetzt einfach leben. Es gibt schlimmere Schicksale, die man als Killer haben kann. So, der könnte auch schon tot sein, oder? Egal, der kommt jetzt auch an den Geiselhaken. Dann sind es noch 2 Survivor und 3 Generatoren. Das sieht ganz gut aus. Ja, oh nein, die machen den da drinnen. Okay, wieder zurück. Irgendwie die Befürchtung, dass sie jetzt die ganze Zeit hingehen und sich irgendwo in Schränken verstecken oder so. Eigentlich. Okay, der ist wieder bei 0. Eigentlich könnte ich hingehen und die Schränke verschlossen lassen. Einfach um auszusortieren, wo die sein können. Beziehungsweise in den Schränken können die ja logischerweise nicht sein. Im schlimmsten Fall warte ich, bis Nacht ist. Und warte auf den Killerinstinkt von meiner Teleportation. Wird es überhaupt Nacht, wenn ich niemanden jage oder schlage? Geht das denn alleine vorwärts? Boah, wie ich sowas hasse. Die machen jetzt beide nichts. Hasse ich sowohl als Killer als auch als Survivor.
Aber die Generatoren stehen insgesamt eigentlich ganz gut. Alle miteinander. Och, Leute. Macht das Bock? Jetzt irgendwo in der Ecke zu hocken? Ist hier der Keller? Sind in den Keller gegangen? Ich geh mal in den Keller gucken. Was hier so abgeht, da ist alles abgeschlossen. Ich kenne doch meine Überlebenden. Immer wieder das Gleiche. So, da ist Mia. Und dann gehen wir mal die Fänge suchen. Die ist ja auch schon tot. Oh nein, und jetzt entkommt die Fäng. Ohne die Runde einmal was gemacht zu haben, oder was? Oh nein, 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 nein. Die darf die Lücke nicht kriegen. Die habe ich die ganze Runde über nicht gesehen. An keinem Gen. Also am Anfang, ja. Aber dann. Oh, ich höre die Lücke nicht mehr im Krach. Hab ich eben da hinten gesehen? Ich könnte schwören, ich hätte die hier gesehen. Nein, hab ich nicht. Oh, wo ist die Luke? Ich gönn der Fang die Luke nicht. Ich hab die am Anfang kurz gesehen. Und danach die ganze Runde nicht mehr. Ich glaube, das war die, die war so sneaky unterwegs. Verfluchter Mist. Und hat die, so ziemlich die ganze Runde nicht wirklich was gemacht. Ach Mann. Nee. Die hätte ich gerne noch erwischt. Ja gut, aber natürlich gibt es auch wieder eine zweite Runde mit einem anderen Killer diesmal. Und da würde ich sagen, bis gleich. Und da sind wir in der zweiten Runde. Diesmal mit dem Henker. Und mit dem habe ich tödlicher Verfolger. Deswegen will ich jetzt erstmal gucken, wo die alle sind. Und ansonsten bin ich voll auf Anti-Gen gegangen. Mit Pop Goes the Weasel. Stromstoß. Und Geiselhaken Schmerzensecho. Und wir sind auf Raccoon City, da werde ich doch niemals, niemals jemanden finden. Hier war doch jemand. Ich weiß, dass hier jemand war. Hier waren zwei Leute. Die können doch nicht beide schon wieder verschwunden sein. So, ich muss gleich dazu sagen. Also ich würde ja von mir behaupten, dass ich nicht gerade der beste Pyramid-Head-Spieler bin. Und ich habe schon die ein oder andere Runde gespielt, die ich spielen wollte, die ich aufnehmen wollte. Und da haben mich die Survivor unglaublich auseinandergenommen. Jetzt hätte ich hier keinen Haken oder was. Und ich bin ein kleines bisschen getriggert. Sollte ich mich jetzt hier ein bisschen genervt anhören. Es tut mir wahnsinnig leid. Aber das ist jetzt einfach mal so. Ja. Erster Generator ist gemacht. Und der erste Survivor hängt am Haken. So, rein theoretisch. Ist hier nur ein Generator. Wenn ich mich auf die Seite da drüben konzentriere, kann ich mehr Gens abdecken. Einmal. Direkt der Tat benutzt. Schade, ich habe gedacht, die biegt ab. Da habe ich sie.
So. Warte, mache ich direkt. Es gibt zwei Taschenlampen in der Runde. Die eine liegt hier gerade. Sehr schön. Die andere hing, glaube ich, vorhin auch schon mal. Aber die Map ist halt ekelhaft für Geiselhaken, finde ich. Weiß nicht, ob ihr das anders seht. Muss ich jetzt ein bisschen auf Pop Goes the Weasel verlassen und vielleicht ein bisschen auf Glück. Ich verlaufe mich einfach schon wieder. Ich sehe die Generatoren. Ich weiß, wo ich hin will. Und finde den Weg einfach. Nein. Die ist doch runtergesprungen. Nein, Jake ist da vorne. Okay. Und hier ist Dwight. Die schleichen ja alle durch die Gänge. Einmal. So. Und für dich habe ich hier einen Geiselhaken parat. So. Sorry, dass ich jetzt so ein bisschen aggressiv auf Taschenlampen gehe. Aber, ja. Da müssen die jetzt leider mit leben, was mir vorher angetan wurde. Es tut mir leid. Außerdem stand er halt direkt vor mir. Das hat sich angeboten, also. Warum rechtfertige ich mich dafür, wen ich an den Haken hängst? Wie bescheuert bin ich denn? Ich bin der Killer, ich muss sie alle töten, hallo? Ach Mensch. Ich hab doch hier Schritte gehört, hier war doch jemand. Ja, hier war jemand. Ah, die Kate. Nein, zur Palette lasse ich dich nicht. Okay. Also das ist jetzt wirklich keine Absicht, dass ich die Taschenlampen raustunneln will, auch wenn es vielleicht gerade danach aussieht. Oh nein. Komm schon den Haken, ja. Das ist jetzt tatsächlich einfach nur Zufall, dass genau die gerade die ganze Zeit vor mir rumstehen. So, ich gehe zurück zu meinen Generatoren. Ja. Wenn ich mich auf die Map-Hälfte konzentriere, sieht es, glaube ich, tatsächlich ganz gut aus. Es wurde gerettet. Wie komme ich jetzt zu diesem Generator? Nein. Wie? Seht ihr? Oh, ich... Jetzt bin ich im Hof! Ich will zu diesem Generator! Die ziehen den jetzt durch und ich komme nicht hin. Die hätte es stehen lassen sollen. So, ich hoffe jetzt die Taschenlampen kommen nicht angerannt. Die können nicht überall sein. So, den bringe ich hier an den Geiselhaken. Und hier Pop. Dann gehen wir mal davor. So. Okay, los.
jemanden nach links weghuschen sehen. Ja. Ah, ne Mac. Und die Kälte. Die Mac hatte auch eine Taschenlampe. Deswegen. So rum. Und hier ist ein Haken. Die ist tot! Oh! Stimmt, die hing ja schon zweimal. Oh Gott. Ja, okay. Das beruhigt mich jetzt gerade ein bisschen. So, wie komme ich jetzt wieder zur Haupthalle? Beziehungsweise in den anderen Bereich. Oh, diese Map macht mich wahnsinnig. Als Survivor mag ich die mittlerweile echt gern. Aber als Killer macht die mich echt wahnsinnig. Wer rennt denn hier? Die Map, okay. So, Palette blockieren. Wieso kann ich die Paletten nicht blockieren? Warum können das immer alle außer ich? Mache ich jetzt einfach mal weg. Die ist zwar eine starke Palette, aber ich bin aktuell echt froh über jede Palette, die auf dem Spiel ist. Haben die alle eine Taschenlampe? Hab ich dich. Sieht irgendwie so aus, ne? Da rennen ganz schön viele Taschenlampen rum. Da rennt Jake weg. Okay, der ist auch tot. Hä? Moment. Okay, Mac war da hinten. Aber ich will ja nicht den Mac. Ach, ich will nicht den Mac. Boah, ich hasse es, wenn der Rettende sich dann versteckt und man nur den findet. Ah, da ist er doch. Den findet, der vom Haken kommt. Oh! Dwight? Warum? Das ist ein offener Flur. So. Wir haben einen Geiselhaken. Ja, das ist aktuell nicht mehr ganz so wichtig ist. Scheiße. Ist sie hier drin? Oder ist sie unter mir? Ich kenne mein Glück, ich höre wahrscheinlich gleich die Luke. Hinter irgendeiner Wand und weiß da nicht, wie ich hinkomme. Ja, na okay, die war eh schon da. Aber ich hab sie gehört und ich hätte keine Ahnung gehabt, wie ich hinkomme. Naja gut, okay. Dann. Oh mein Gott, das war... Ja, anstrengend. Also insgesamt, diese Aufnahmen, nur für diese eine Pyramid Head Runde. Okay, dann hoffe ich mal, dass euch diese Folge gefallen hat, diese zwei Runden. Und wenn ja, zeigt es mit einem Daumen nach oben. Lasst ein Abo da, wenn ihr mehr von Dead by Daylight sehen wollt. Schreibt mal eure Meinung zu der Runde in die Kommentare. Und ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.